wirklich los mit der allerersten Produktgruppe. Und ihr seht das auch hinten, ja, diese wunderschöne Verpackung dieser tollen Farbe. Das ist Botanical Repair. Und das ist die allererste Produktgruppe, mit der ich starten möchte, weil das in dem Fall die Basis, ja, für alles ist, was ihr mit euren Haaren macht. Ja. Egal, welches Produkt ihr verwendet aus dieser Produktgruppe. Ja. Ihr könnt natürlich sagen, ich nehme Shampoo und ich nehme Conditioner. Ja. Also man kann natürlich die komplette Reihe auch nehmen, so wie ihr es auch zum Beispiel hier auf dem Bild dann neben mir seht. Ja. Oder man kann sagen, okay, ich brauche immer mein Farbshampoo. Ja, keine Ahnung, ich eben Silbershampoo zum Beispiel. Dann kann ich natürlich auch Conditioner nehmen und bestimmte Treatment-Produkte. Stelle ich euch in der Sekunde vor. Ja. Also man kann, wie bei Gesichtspflege ist das. Ja. Also man kann in dem Fall alles verwenden oder man kann sagen, okay, ich pick mir das raus, wo ich sage, das brauchen jetzt meine Haare, ja, mit einem anderen Produkt, das brauche ich unbedingt und das nehme ich dann dazu. Ja, also man kann auf jeden Fall alles kombinieren. Zum Produkt selber, also zu dieser Linie Botanical Repair. Wie der Name schon sagt, ja, mit 90% natürlichen Inhaltsstoffen, was wirklich großartig ist, repariert, ja, diese Linie deine Haare. So, wie jetzt? Ja, was macht das? Schauen die jetzt einfach super schön aus? Ja, ja, schauen super schön aus nachher. Sie sind wirklich fester, griffiger. Ja, aber nicht nur das. Botanical Repair stärkt die Haarstruktur von innen nach außen. Und das ist eben das Tolle. Ja, es stärkt nicht nur die äußere Haarschicht, sondern das Haar wird von innen nach außen gestärkt. Man muss sich so die Haarstruktur vorstellen, so wie eine Brücke in dem Fall. Ja. Und durch viel, gerade wenn ihr viel stylt, ja, und Hitze verwendet zum Beispiel oder auch UV-Licht, ganz egal, ja, durch Hitze, brechen diese Brücken auf, ja. Also das ist eben das, was eben der Haarbruch dann ist, ja. Und Botanical Repair glättet diese Brücke wieder, also die bringt die wieder zusammen, dass die Haare wieder schön glatt sind. Das heißt, sie werden wirklich fester dadurch, ja, und gesünder. Es gibt ein Shampoo. Ja, also das reinigt, kann ich jeden Tag verwenden, ist für alle Haare geeignet, ja, auch für koloriertes Haar. Also, wie ihr seht, bin ich naturblond, ja, meine Haare sind koloriert und ich verwende es und ich muss ehrlich sagen, ich bin so, so zufrieden damit, ja, weil die Farbe einfach trotzdem super erhalten bleibt und meine Haare sind viel kräftiger und viel stärker. Dann gibt es natürlich einen großartigen Conditioner, ja, den man nach dem Shampoo auf jeden Fall verwendet zum Ausspülen. Dann gibt es auch von Botanical Repair eine Maskenlinie. Ja. Es gibt zwei verschiedene Masken und das ist eben auch toll, weil Aveda immer Masken hat für entweder sehr feines Haar, ja, das sollte halt nicht zu reichhaltig sein, und sie haben auch immer Masken, ja, die schon für stärkere Haare ist, ja, wo man natürlich ein bisschen was braucht. Und ich habe zum Beispiel die hier da, das ist die Rich, also Rich ist eben die reichhaltigere Maske. Und wie ihr seht, ich zeige euch das nochmal, das ist so toll, weil das ist so richtig fest, fast buttrig. Ich könnte euch jetzt watchen wie eine Pflege, ich mache das jetzt auch einfach. Also ihr seht, das ist wirklich eine wunderbare Crememaske, die auch so gut riecht, weil nämlich alle Aveda-Produkte haben so einen ganz bestimmten Duft, ja. Es nennt sich Perfume und das ist ein immer Signature- und Trademark-Duft, ja, von allen Produkten, auch aus ganz natürlich gewonnenen Pflanzen- und Blütenduftstoffen. Und ich weiß nicht, schreibt es auch bitte auch gerne in den Chat, wenn ihr Aveda schon ausprobiert habt, ja. Und wenn ihr den Duft auch so toll findet, weil ich muss sagen, mit diesem Aveda-Duft, man hat wirklich so einen Spa-Moment zu Hause. Ja? Man fühlt sich wie, ja, beim Friseur und super angenehm. Ich habe auch schon die erste Frage von der lieben Denise. Wie lange lassen wir die Maske am besten einwirken? Also so 5 Minuten circa, ja, ist das, sage ich jetzt mal, das Minimum, je nachdem, wie viel Zeit du aufbringen möchtest. Nach 5 Minuten hast du wirklich einen wunderschönen Effekt und spürst du es aus. Und du kannst natürlich für eine, ja, tiefen, ich sage jetzt mal, Feuchtigkeits- und Pflegewirkung kannst du die Maske auch 15, 20 Minuten drinnen lassen. Zum Beispiel, wir kennen es ja und lieben es vielleicht so ein Self-Care Sunday, ja, wirklich, du machst deine Gesichtsmaske,
eine, keine Ahnung, Kaffee oder Tee oder ein Glas Wein, was man halt gern mag, ja. Und dann lass du die Maske ein bisschen länger drin, also 15, 20 Minuten, ne? Und dann hast du wirklich diese absolut tiefen, ja, Reparatur. Ich verwende zum Beispiel immer die Maske in der Light-Version, weil meine Haare sind sehr fein. Ja, also für alle, die sich quasi ja damit identifizieren können, die sagen, okay, meine Haare sind auch eher sehr fein. Es darf nicht zu dick sein, ja, die Textur. Gibt es eben die Light-Version der Maske und die hat so ein bisschen eine Textur wie ein Conditioner, ein bisschen mehr als ein Conditioner. Und ich lasse die auch 5 Minuten drinnen, ja, ganz unkompliziert, wasche das aus und die Haare sind nachher super fest. Also man merkt es auch total, wenn man eben zum Beispiel, wenn ihr danach eine Frisur macht oder wenn ihr einfach einen Pony auch macht, ja, dass die Haare wirklich dann also dicker sind. Was auch ist, das zähle ich jetzt auch eine Geschichte. Natürlich, wir kennen es alle, ja, Friseure, leider Gottes, haben oft jetzt in letzter Zeit zu haben müssen. Und ich habe mit der Botanical Repair Linie habe ich im November begonnen. Und dann war ich im Jänner endlich wieder bei meiner heißgeliebten Friseurin. Und sie hat tatsächlich meine Haare angesehen und gesagt, Katrin, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Du warst jetzt eben ewig nicht bei mir, konntest nicht schneiden, aber deine Haare sind viel besser, als sie waren. Was ist passiert? Habe ich ihr erzählt, dass ich im Aveda Botanical Repair verwendet habe und komplett auf das umgestiegen bin. Und sie hat dann auch gesagt, sie hat es richtig gemerkt, dass die Haarstruktur besser war. Und da muss ich sagen, ja, von einem Profi, das zu hören, habe ich dann gesagt, okay, das überzeugt mich wirklich total. Und ich sage euch etwas, wenn ihr es zum ersten Mal verwendet, egal welches Produkt, ja, von der Botanical Repair-Reihe, ja, oder eben alle auf einmal, wenn euer Haar wirklich strapaziert ist, ihr werdet es lieben, weil ihr habt diesen Wow-Effekt. Also das ist wirklich nach dem ersten Mal auftragen, auswaschen, stylen, föhnen oder was auch immer, ihr denkt euch wirklich, oh mein Gott, das ist mein Haar. Ja, ist es. Und das Schöne ist, es ist nicht nur ein Soforteffekt, das bleibt. Ja, und ja, also ich war jetzt schon wieder auch länger nicht beim Schneiden, aber das Tolle ist, die Haare bleiben einfach wunderbar fest. Das ist einfach, ja, absolut langfristig eins der Must-Haves von Aveda. Dann zeige ich euch ein Produkt aus dieser Linie, das hat total mein Herz erobert, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen, ja, faul in der Früh und möchte, dass das alles schnell geht. Und ich glaube, das hat nichts so mit Faulheit zu tun. Ich möchte, dass Produkte super schnell performen, ja, wirklich alles geben, ja, damit man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für was anderes in der Früh hat, ja, als jetzt ja, ewig eben auf irgendwas zu warten, dass die Haare einfach schön aussehen nachher. Und da gibt es Strengthening Leave-In Treatment. Ja, und das ist ein ganz ein tolles Produkt, weil das gebt ihr ins handtuchtrockene Haar hinein und das müsst ihr nicht ausspülen. Ja, also das ist wirklich so eine Leave-In-Pflege, sage ich jetzt mal, so ein Leave-In-Treatment. Und das Großartige an dem, ja, es ist nicht nur eine Leave-In-Pflege, ja, könnt ihr zum Conditioner verwenden oder sogar auch mal statt dem Conditioner. Wenn ihr sagt, ich will einfach waschen, das reingeben und fertig. Ja, geht ganz, ganz schnell. Also eben nicht nur die Pflege, die eben wirklich von innen nach außen repariert, sondern es hat auch einen Hitzeschutz drinnen. Und der Hitzeschutz ist bis 230 Grad. Ja? Und das ist großartig, weil ihr könnt wirklich euer Glätteisen darauf einstellen oder einen Lockenstab. Und ja, es passiert einfach nichts. Und deswegen liebe ich das so, weil es super schnell geht, hocheffektiv ist. Ja? Also das ist eben das Botanical Repair, Leave-In-Treatment. Also wenn ihr sagt, okay, ich möchte mal schauen, was Botanical Repair kann, ja, und was das alles macht. Wenn ihr euch für ein Produkt entscheiden müsst, ja, natürlich den besten Effekt habt ihr mit dem Set, da aber dann nehmt wirklich den. Ja, also ich kann es euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Hat ja mein Herz in dem Fall erobert.